So, servus Leute, hier ist wieder euer Leon Elektronik und zwar, ich befind mich hier auf der Büchenbacher Karwa, mein Maßbier steht schon und ich habe ganz großes Glück und zwar ein Fan von mir ist heute hier, sag mal wieder heiß kurz. Halbleiter der V12, servus, ich grüße euch alle. Jawohl, ja, also so wie ich es heute erleben, dass ihr auch seht, alles echt und zwar, der hat mich besucht, ich quatsche jetzt noch mit nicht ihm. Nicht bezahlt. Zwar, ja, nicht bezahlt, komplett natürlich. Hier. Komplett ich freiwillig. Ich will noch Bier ausgeben heute, Leon. Das habe ich versprochen in den Kommentaren. Genau, gell. Kannst machen. Das passiert andersrum hier. Genau. Sobald er das leer ist, dann okay. Und zwar auf jeden Fall. Ja, ich drehe euch mal jetzt rum, wie es hier noch ausschaut. Und zwar ist es eine Top-Kirchweih eigentlich. Und zwar super, dass auch so Fans kommen. Und zwar finde ich echt geil. Echt super geil. Ja, du bist einfach der Beste, das muss man mal sagen. Oder? Du bist das Allerbeste, wirklich. Schön ist das. Genau, und zwar, und ich habe es euch ja schon gesagt, und zwar freue mich schon auch noch an weitere Fans, die es noch gibt, da zu sehen. Ich habe es euch ja schon angekündigt, was so ansteht, was ich vorhabe. Jetzt kommen wir mal zum anderen Thema, Büchenbacher Karwa. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie sie ausschaut. Die Musiker sind auch schon aufgetaucht, und zwar geht es ja gleich richtig laut, und zwar verstehen wir gleich kein Wort mehr. Aber so gehört es dazu, so ist Karwa und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal ein bisschen um. So. Da haben wir hier. So schaut, es ist ein kleiner Biergarten. Es gibt hier also kein Zelt, sondern es gibt hier wirklich nur so einen Biergarten. Kann im Biergarten hier sein, wenn wir was Bier trinken. Da haben wir auch die Speisekarte von der Karwa. Zeige euch natürlich auch. Kein Pfand drauf, also relativ top eigentlich. Rückseite und so zeige ich euch jetzt mal sicher, mal gewiss nicht, da lasst euch mal selber überraschen. Soll ein bisschen Spannung dabei sein, sonst versaue ich den hier noch alles. Und hier sind schon die Musiker, sitzt hier direkt neben der Bühne. Genau, so, ja, und das war es dann eigentlich schon von mir und zusammen von der Büchenbacher Karwa. Ich genieße es jetzt noch mit dem Halbleiter zusammen. Jawohl. Und passt auf euch auf, bis bald. Elektronik-Fans, super Cut ist das. Genau, so, wir machen weiter. Und zwar sind die nächsten Fans eingetroffen. Ja. Ja, servus, ich bin's, der Moritz. Servus, Tim. So, die nächsten Fans, der Halbleiter ist noch da. Servus, ne? Nein, ich bin immer noch hier. Immer noch da, ne? Genau. Ich würde sagen, und zwar trinken wir mit denen gemeinsam, oder? Jawohl. Also, auf die Fans. Ja, zum Wohl. Zum Wohl, auf die Fans, jawohl. Hey, auf den Leon, auf die Fans. Jawohl. Prost. Durst. Wenn wir das mal rumdrehen, genau. Das ist ein gutes Bier. Das ist nicht schlecht, ja. Das stimmt, das ist ein richtig gutes Bier. Kann ich nur empfehlen. Ja. Also dann, auf den Olli! Ja. Auf den Olli! Jawohl! Prost! Zum Wohl! Jawohl, zum Wohl! Zum Wohl! Jawohl, zum Wohl! Jawohl, perfekt. Ist das Weizen auch noch gleich für dich, oder nicht? Ja, ehrlich. Wir haben noch nachgeschaut. So. Nee, schon habe ich meinen Mastkrug gewechselt zu einem Weizen. Muss ja auch sein, ne? So schnell geht's. Genau, so schnell geht's. Ja. Mit dem Fans immer noch. Genau. Hey, servus. 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 Lass mal was krachen. Vincent, du weißt es. Es ist echt. Wirklich, es ist wirklich echt, du glaubst es nicht. Alles aber echt. Aber Leon, es ist echt, oder? Alles echt. Kann ich aufnehmen. Also auf geht's. Na, auf dem Urbex und auf dem Olli. Olli. Jawohl. Leon, einmal und. Auf dem Olli. Los, Dennis. Dennis. Und los. Vincent. Jawohl. Vincent. Er ist echt. Grüße an meinen Bruder Michel. Der Leon ist echt. Echt? Grüße an Michel. Grüße an Michel. Leon. Meine Fans. Ja. Super. Ganz toll. Büchenbacher Karwa. Ja. Auf jawohl. Geht's. Dennis und los. Ja. Jawohl. Ja. Noch Entschuldigung. Los. Ja. Jawohl. Also. Warte, auf komm die Rebecca. Auf die Rebecca Bing. Jawohl. Komm her. Also wir fallen echt auf, oder? Die Rebecca Wing. Ja. Jawohl. So, hier ist der Leon Elektronik und zwar so langsam geht es den Abend zu, man sieht es vielleicht hier schon bereits. Und zwar es düstert langsam ein. Das Bier ist weg. Ja. Jetzt geht es gleich zurück mit dem Bus. Die Fans nehmen mich mit, ganz jawohl. Klar. Und
und Samt. Sowas wie hier macht die Rebecca Weng nicht. Und ich sag nur eins, wir zerlegen die Becky. Yeah. Yeah. Wow. Die Musiker zerlegen die Becky auch. Ja, alle. Alle, jawohl. Alle ein bisschen. Also, wir alle ein bisschen. Ja, jetzt ja. Musst du. Und los. Becky, das musst du jetzt erstmal anfangen. Top das erstmal. Jetzt musst du nachlegen. Und wo bist Olli, du, Becky? Wo bist du? Genau so. Becky, so. Wo bist du? Olli, du bist genauso. Olli, du genauso. Urbex Elektronik auch. Genau. Und Stimmung. Komm, machen wir eine Pause. Oh, Oliver, was wird's denn?
unser Vogelbiesel. Hey, 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 Nürnberg wird brennen, Alter. Das ist so geil. Dennis, Alter. Rebecca. Rebecca, Alter. Oliver, Alter. Dennis, was, Alter, Stimmung. Was? Ne? Das kriegst du nie. Das schaffst du nie. Du Urbex-Elektronik auch nicht. Ja. Dennis. Ja, absolut. Also, Jungs, Mädels. So, jetzt sind wir außerhalb vom Biergarten von der Büchenbacher-Kerwa. Allmächtig. Halb leider noch mit dabei. War das ein Spaß mit dem Leon, ne? Das war so Spaß gemacht. Danke, dass du schön da warst. Ich freilich, Leon. Das war so immer. Spaß mit euch. Ja, jawohl. Jawohl. Wo ist der Ander? Hier. Jawohl. Super, super, toll, echt. Komm her. Super, geil, echt geiler Abend mit euch. Das macht so Spaß, echt super. Echt. So, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir zum Bus. Feierabend für heute. Also, jetzt haben wir schon mal einen kleinen Vorgeschmack, wie das Fanfest ablaufen wird. Ein kleiner Vorgeschmack. Und jetzt lassen wir es krachen in Nürnberg, würde ich sagen, oder? Also, in diesem Sinne, Servus, macht es gut, gute Nacht und bis morgen. Adios. Ich drauf drücken, warte, ich drück drauf. Und, was willst du noch? Nee, ich drück, ich hätte drauf. Komm. So. Also, wir waren jetzt bei der Maschinenkirchweih und zwar mit meinen Fans zusammen. Ne? Servus, ja, wir waren bei der Maschinenkirchweih. Genau, der Halbleiter, genau. Und die Fans halt, ne? Fans, der Moritz. Ne? Genau, gell? Schön, dass ihr da seid. Ja, klar, danke schön. Super, freue mich sehr. Und er natürlich auch. Natürlich, ganz klar. Die Maschinenkirchweih. Wir waren jetzt bei der Maschinenkirchweih, jetzt ist was Skurriles passiert. Ich habe geklopft, ich habe da reingerufen mehrfach. Und jetzt fahren hier dauerndhaft Polizisten rum. Und zwar wieder, vorhin ist eine Polizei da reingekommen mit leiser Anfahrt. Und zwar, also, so richtig schon gezielt. Ja. Und gezielt angehalten. Und der Geruch, war auch schon einzigartig. Also Maschinenkirch, weil... Genau. Also da hat es wirklich nach Lack gerochen. Also es war so Lack, aber könnte auch was anderes sein halt. Ey, Leon, ja, das war doch Gummi, ne? Darf ich kurz was sagen? Ja. Gerade eben ist die Polizei gerade wieder da hingefahren. Jetzt fahren sie wieder da rum. Wieder da rein? Hier, nein, da sind sie gerade raus. Hier hinten hoch und bestimmt wieder hier rein. Bestimmt. Aha. Mit Absicht. Ist unglaublich. Aber muss ich sagen, und zwar, was die Maschinenkirchweih betrifft, ich muss wirklich sagen, und zwar, also, sollte die wirklich diesen YouTube-Kanal da haben, was weiß ich, der sich jetzt Mörsberger, was weiß ich, nennt, sollte die das wirklich sein, das ist eine Schande, was du hier machst. Und zwar, es ist eine Schande. Da kommen extra Fans von mir, wollen dich kennenlernen und du lässt dazu und rufst die Polizei. Wie dumm bist du eigentlich? Gleich dreifach Leute. Alter. Also wirklich. Und zwar, wenn du es dir mit mir vergrauen willst, dann hau doch ab von meinem Kanal. Brauche ich dich nicht, Maschinenkirchweih. Ganz ehrlich. Dann brauchen wir auch deine scheiß Kleidung nicht. Ja, genau. Und dann werde ich dich nicht unterstützen für deine günstige Kleidung, die ich da oben gesehen habe. Da werde ich dich nicht unterstützen. Dann kannst du hungern. Überleg's dir. In diesem Sinne, macht's es gut. Nacht ist. Wir sind am neuen Markt, kurz vor 11 vielleicht. Aber mit den Fans. Alle zusammen. Gell? Okay? Alle Fans. Jawohl. Und los. Genau. Und los. Jawohl. So, Leute. Also, jetzt sind wir am Bahnsteig. Da kommt schon der RE da hinten.
Und zwar, und Leute, und zwar, dieser Finn, der soll sich mal eine Fahrkarte kaufen. Das stimmt. Oder? Ja, der Finn soll sich auf jeden Fall eine Fahrkarte kaufen. Wir haben eine. Wir haben eine. Wir haben einen Fahrausweis. Da ist der Zug. Also cooler Abend. Hey, genau. Finn, kauf dir mal was. Finn, kauf dir was. Bin Fan, ne? Halbleiter, ne? Hey, servus, bin Halbleiter. Genau, immer noch. Immer noch, genau. Und schon ist dunkel, gell? Freilich, ja. Und der Urbex, hä? Sollst du auf den Crewmate machen. Alles, was du findest, kannst du gleich runterlassen. Urbex. Wo bist du? Ich darf Alkohol nicht verherrlichen. Wirklich. Doch, das darf man verherrlichen. Das ist was Gutes, doch. Da, edler Fuß, das darf man verherrlichen. Feierabend, wie ist immer okay? Natürlich ist es okay. Und du hast auch bis vor kurzem erst gearbeitet, also bitte. Ja. Und jetzt gibt's Laila, ne? Also die anderen, wo nicht mehr da sind, schade, dass ihr nicht mehr da seid. Jetzt ist auch mega Stimmung hier, oder? Prost, du Sack, jawohl. Auf die Karte mal, zack, 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 ne? So, servus Leute, was geht? Ich bin jetzt wieder der Leon Elektronik und los geht's! Ja, das wurde sich jetzt gewünscht und so, dass ich so anfange. Wie ihr gerade seht, ich bin nach Hause gekommen, wir haben es kurz vor 1. Ich habe mittlerweile mein Abendessen hier, ich kann es euch mal zeigen. Ich habe hier Bratwurst, Nürnberger Rost, also Nürnberger Rostbratwurst nennt man die, oder Nürnberger Bratwurst. Pommes und einen Liter Cola. Mit Bier ist heute genug. Und man muss auch wissen, wann Schluss ist. Ich habe wirklich so irre gefeiert. Und ich möchte mich bei ganz, ganz lieben Fans bedanken. Ich bedanke mich beim Halbleiter und zusammen, dass wir uns getroffen haben. Es war so ein geiler Abend. Ich bedanke mich an die anderen zwei und zwar, die ich getroffen habe. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie sehr auf YouTube heißen, aber und zwar. Ich bedanke mich trotzdem, dass ich jetzt zwar wieder Fans von euch getroffen habe. Wir hatten so einen geilen Abend gemeinsam. Es hat so Spaß gemacht. Ihr habt mich so aufgebaut. Und sowas liebe ich einfach. Und zwar, dass es auch Fans gibt, die mich jetzt zwar toll finden, die hinter mir stehen und die mich nehmen und zwar so wie ich bin. Und das finde ich einfach toll. Und ich habe auch heute auch Autogrammwünsche erfüllt. Und zwar, wir haben super Selfies gemacht, tolle Videos gemacht. Und zusammen, ihr habt das jetzt schon gesehen und zwar hier und zwar in diesem Video habt ihr es ja vielleicht schon gesehen und zwar es war einfach ein gelungener Abend und ich habe sämtliche YouTuber 5-mal übertroffen und ich sage mal so, mehr kann man nicht rausholen. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Servus.